Anduin. Was war's nochmal? Und da hat das Wochenende ziemlich gezeigt. Was haben sie da nochmal gezeigt? Ja, entweder den Charm, sprich die pure Holy Aggro, die wohl bemerkt auch nicht Minion-basierte Aggro, sondern Dings-Aggro. Mhm. Weil der Charm hat einmal in der Krass-Aggro und auch in der Midrange-Aggro ziemlich gut abgeschnitten. Mhm. Und ansonsten Miracle Rogue. Mhm. Yay. Und Control. Also mit Deponia haben wir gar nicht mehr weitergemacht bisher. Na, haben wir uns schon. Hätten wir echt mal machen müssen. Ja. So. Ja, schon. Wir müssten mal weiter. Und da haben wir jetzt nämlich diesen besagten Agro-Priest, Agro-Schaman. Ich glaube, den spiele ich gleich, den habe ich mir natürlich auch schon gebaut. Gut, und Agro-Schaman ist relativ einfach zu spielen. Ja, ich glaube, darauf wechsle ich gleich auch mal so ein bisschen. Genau, jetzt spielen wir nämlich den hier. Naja, bei mir funktioniert es auch nicht, aber anscheinend soll es bei vielen funktionieren, denn die steigern sich extrem rein und spielen noch mehr und kaufen vielleicht noch was und natürlich angeblich besser werden. Und okay. Mhm. Da ist es lustig, aber es zählt einerseits tatsächlich die Übung. Mit der Übung wirst du besser, weil du jede Situation irgendwann schon mal gesehen hast. Da bringt es nichts gut. Geld reinstecken bringt, dass du deine Kartensammlung schneller, größer hast. Mhm. Aber du kannst auch sagen, hey, okay, ich spiele nur eine Klasse und hol mir davon nach und nach alle Karten über Staub und meistere diese Klasse und dann kannst du, gibt es Leute, die unabhängig der Meta es auch schaffen, immer weit oben zu sein. Das ist so dann, kommt drauf an. So ein schönes Circle of Healing, etwas ganz, ganz. Obwohl, spielst du die Kombo überhaupt? Nee. Ah, okay, gut, dann. Ohne Dragon? Oh, stimmt. Dann spielen wir die Shifting Shade und geben hier nochmal ein bisschen extra Leben. So. Ah, in. Ja, gut, du bist unglaublich gut, glaube ich. Oder zumindest für meine Einschätzung in Heroes of the Storm. Gut, du verstehst, was da abgeht. Für mich ist es unglaublich langweilig, mir die Qualifying Heroes of the Storm anzusehen. Und in Hearthstone denke ich dann teilweise, wow, geil, was für Spielzüge das ist. Also einfach, weil es für mich in dem Moment persönlich interessanter ist, weil ich mehr davon verstehe. Was hat Ramona? Tja, mir am Wochenende dann doch lieber die. Nee, Quatsch. Tja, manchmal bin ich froh, dass meine Eltern verbieten, sowas zu spielen oder mir dann mit etwas mit Geld zu kaufen. Ja, klar, kann ich verstehen. Ja, das stimmt. So. Ja, ich habe einen Hex bekommen. Ich hätte jetzt gerne mal einen Dragon, dass ich den hier nochmal aktivieren kann. Das wäre ja mal fein. Einen Dragon hast du ja. Ja. Ihn könnte ich spielen tatsächlich. Und mir den. Mir den da klauen. Und dann ihn wegmachen. Und dann noch ein. Auf ihn? Ja. Denn Sylvanas wirst ja eher tot sehen als. Du hast bei Heroes. Ich hab mir bei Heroes of the Storm den neuen Helm gekauft. Der macht richtig Spaß. Das war mir die 10 Euro wert. Okay. Interessant. Es ist interessant, wo verschiedene Leute einfach ihre Prioritäten legen. Die einen. Wir insgesamt sind, glaube ich, so eher Leute, die wir geben Geld für Computerspiele aus. Es gibt Menschen, die das null nachvollziehen können und die für uns für absolut verrückt halten, dass wir sowas
anderes machen und das Geld lieber in Party und Alkohol investieren. Okay, dann bringe ich jetzt mal das Ding vom Reload um. Vorher aber noch das Totem, das hätte ich nämlich nicht so gerne. Das Healing Totem? Kann ich jetzt nicht umbringen, weil der im Weg ist. Achso, ja, stimmt. Let none survive. Gut, also. Gut. Und den anderen kannst du, wenn du willst, sogar mit dem Shadow Bot Death oder nee, Pain, keine Ahnung welches. Den trade ich einfach. Shadow Bot Pain. Ja, stimmt schon. Ich will Titanischen spielen. Mich selbst heilen und dann. Was bringt dem Healing ja. Oder so. Yay. 1-1. Yay, Priest of Warlock Victory. Jetzt müsste ich eigentlich Schamane spielen nach meinen Quests. Ja, das hier ist der Meta-Agro-Schamane, den wir nachhatten. Jetzt muss also ich der nicht, wahrscheinlich nicht mehr aktuelle Meta-Agro-Schamane. Quest, Shaman of Warlock. Ja, ich glaube trotzdem, dass ich den jetzt mal spiele, oder? Ja, so viel dürfte ich bei dem hier nicht mehr getan haben. Das spielen wir jetzt den Meta-Agro-Schamane. Ich mach mal hier das hier alles weg. Agro-Shaman. So, ich spiele Agro-Dex eh viel lieber. Was? Ja, das wird sich langsam ändern. Der echte Schalke hat mir jetzt. Aber das ist höchstwahrscheinlich nur FIFA. Also. Ja. Das ist immer noch ein Fußballspiel. Das ist noch was anderes irgendwo als ein Kartenspiel oder auch als. Ja. MOBA. Keine Ahnung. Aufbaustrategie und. Shooter, was weiß ich, was alles gibt. Was wolltest du denn kaufen, Ramona? Was wolltest du dir denn kaufen? Hallo Living Roots. Tunnel Truck Lightning Bolt, yay. Oder Tunnel Truck Sir Finlay. Warum willst du dein Totem schon aufgeben? Ja, Lightning Bolt ist zu früh. Ich spiele mal. Oder nur den Tangled Frog, um ihm dazu zu verleiten, seinen drei Dingen reinzuhauen. Nein. Das Ding ist auch zum Tag verpassen, weil du ihm jetzt zwei Ziele gegeben hast. Sonst hättest du ihm nur ein Ziel gegeben. Sonst hätte er so. Ja. Das Ding ist gefährlich. Was? Boah. Okay. Secret Legend mit Schalke, okay, ja. Wird interessant. Ja, jetzt spiel ich hab für den Tunnel Truck der nächste Runde den Flame Wrath Faceless. Ja. Tunnel Truck, Totem. Wrath of Air Totem. I fight. Ja. Tja. Aber gut, das ist. Die werden sich irgendwo präsent. Mal sehen, was da rauskommt. Aber wenn man sieht, wie teilweise unorganisiert noch die ganzen Events sind, glaube ich noch nicht, dass da so viel passiert. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das wirklich. Gut, Big Bang Theory, seitdem sind wir uns. Ja, dann BGH and stuff. Nein. Charge. Wow, okay. Ja, das ist mit der gefährlichste Minion im Dings. Naja, ich würde gerade deinen 7-7er als gefährliche identifizieren. Ich nehme jetzt mal Sir Finlay, um den wegmachen zu können. In der Hoffnung, dass ich da was Schönes. Oh ja, es stimmt. Pokémon ist. Gut, dass sie nicht zuhört. Ist so toll. Ja, ich habe nicht zugehört. Es war. Ich würde jetzt hier Fire Blast nehmen, oder? Fire Blast oder Shapeshift? Um den wegzumachen. Ich verstehe nicht, warum man überhaupt Finlay in diesem Deck spielt.
um Schaden machen zu können. Aus dem einfachen Grund, um mit der Hero Power Schaden machen zu können. Dann nehm das. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum man überhaupt kennt es, dass man solche spielt wie das Vieh kostet für jedes deiner Totem, das du bisher gemacht hast, im Spiel eins weniger. Oh. Und da ist mit Finlay zusammen absolut kontraproduktiv. Das spielst du in dieser Runde, in diesem Ding nicht. So, dann spielen wir jetzt mal den Doomhammer. Es stimmt, Pokémon XY ist mit noch eine meiner Lieblingseditionen, allein von, wenn man sich das schön anfühlen kann. Es ist kein Grund, warum ein Pokémon-Spiel schön ist. Es ist ein Pokémon, aber ich bekomme halt überhaupt nicht mehr mit. Ich wollte in erster Linie nur umschauen und dann kein spitzes Blick, aber da hat ja Freund erklärt, dass ich es nicht gelebt habe, ohne ich mindestens ein Pokémon-Spiel gespielt zu haben. Ah, okay. Übrigens, er hat noch kein Pokémon-Spiel gespielt. Ich bin derzeit zu ihm überarbeiten nach dem Motto, ja, es kommt ja Pokémon Sonne Mond und für dich kaufen wir Pokémon Sonne und für mich kaufen wir Pokémon Mond, so aus. Nur damit er auch mal Pokémon gespielt hat. Ich habe tatsächlich nicht alle gespielt. Ich habe Pokémon. Ich weiß gar nicht mehr, welche es war. Gelb oder blau. Meine Schwester hat mein Spiel schon erwischt. Das hat eine relativ lange Pokémon-Abstinenz bei mir ausgelöst als Trauma. Es war ein Trauma. Es war sehr traurig. Und. Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr zu. Diamant Pearl habe ich wieder angefangen. Okay. Also ich habe irgendwie nie gemacht, mir tatsächlich beide Editionen einer Generation zu kaufen.